So, ich musste kurz was trinken. Wir sollten diese Kutsche da untersuchen. Nein, wir sollten Richtung Schloss Hyrule gehen, nehme ich an. Ist ein kurzes Spiel scheinbar, wenn wir jetzt schon zu Schloss Hyrule gehen. Also, ich sag mal so, ne? Breath of the Wild hat es länger gedauert. Ach siehst du, wir hätten auch die Tür benutzen können wahrscheinlich. Nicht einmal Pura. Können wir... Schade. Was habt ihr uns zu sagen? Das Vermächtnis des Zeitalters der Mythen und Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Für uns von der Sonar-Forschungsgruppe ist das ein sensationeller Glücksfall. Wir sollten dankbar sein, aber was in aller Welt ist nur dieser Kataklysmus? Pura hat sich im Forschungslabor eingeschlossen, um den Kataklysmus zu erforschen. Sie hofft, dadurch Hinweise auf den Verbleib von Prinzessin Zeldas zu... Sie hofft dadurch Hinweise auf den Verbleib Prinzessin Zeldas. Also, oh Gott, ich dachte kurz, sie reden jetzt über mehrere Zeldas und denken mir, hä? Auf den Verbleib Prinzessin Zeldas finden zu können, aber bislang wohl ohne Erfolg. Ob Prinzessin Zelda, ob es ihr gut geht? Da haben wir diese extrem seltenen Ruinen hier und ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, weil mich das so beschäftigt. Okay, die sind einfach nur von den Ruinen fasziniert. Schade, ich dachte, ihr wärt schon die Gruppe, wo wir hin müssen, aber nee, der Questmarker ist woanders, natürlich seid ihr das nicht. Dann dementsprechend. Das Miasma ist weg. Der Schlamm. Und ein Wildschwein. Okay, das hat leider nicht gereicht. Ah. Diese Schilder. Ich habe von ihnen gehört. Ich habe keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Regen macht mir nichts. Ja, hier regnet es, auch wenn das Wetter was anderes sagt. Birgda! Du gehörst wahrscheinlich zu Dummstar. Verflixt! Direktor Dummstar, geht es dir gut? Was habe ich nur angerichtet? Oh nein, Direktor Dummstar, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung von Direktor Dummstar, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung. Wieso verehrst du den Typ so? Selbst wenn du schwul wärst, der ist verheiratet. Direktor Dummstar? Kennst du Direktor Dummstar nicht? Doch, doch, wir kennen ihn. Wir waren an seiner Hochzeit im Vorgänger sogar dabei. Dabei wurde er von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. Zu was? In ihrem Auftrag stellt er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. Okay, clever, das ihm zu übertragen. Der hat Ahnung davon, ja. Also ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dummstar aus dem Boden gestampft. Nicht mehr das Bauunternehmen Yolanda also. Okay, was ist aus Yolanda dann geworden? Und zu einem... Nein, dem für... Und was tust du hier? Hey, ich war noch gar nicht fertig, dir von Direktor Dummstars Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gerne darüber, weil es Leute jedes Mal vor Neid ablassen lässt, aber... Ich habe von Direktor Dummstar höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgabe besteht darin, allerorten Schilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Dummstar zu werben. Aber das ist noch längst nicht alles. Es handelt sich nämlich mitnichten um ganz gewöhnliche Schilder. Es sind Schilder, auf denen der ehrenwerte Direktor Dummstar höchst selbst abgebildet ist. Jetzt verstehst du bestimmt auch, warum es für das Herabfallen eines Schildes wirklich keine Entschuldigung gibt.
Genau deswegen fungiere ich hier als Stütze. Nur keine Furcht, Direktor Dumster. Ich stütze dich in allen Lebenslagen. Oh je. Aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Ach was. Du willst es auch mal stützen? Na gut. Achtung. Ich lasse jetzt los. Ach so. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Was für ein Dulli. Schade. Kann man das Ding? Ich will jetzt keinen Bombenfall. Doch, ich will. Okay, Leute. Wir machen den ersten Bombenfall für dieses Spiel. Man macht ihn, indem man eine Bombenblume an einem Pfeil drin synthetisiert. Der arme Kerl. Können wir ihn ansprechen? Nein. Okay, ich glaube, wir haben ihn eingeschüchtert. Ich weiß nicht, inwiefern... Ah, Zentralplatz, eine neue Gegend. Ich weiß nicht, inwiefern die ein Collectible sind. Aber... Ich habe gehört, dass davon einige rumstehen. Das war knapp. Okay, du machst das prima. Ich möchte ja nicht wissen, was du für Bizepsmuskeln hast, wenn du den ganzen Tag einfach Schild halten kannst. Das muss doch, also mal kurz, ja, aber auf die Dauer ist das doch anstrengend. Vor allem, es hat ein Übergewicht auf eine Seite. Ach, egal. Wo fange ich nur an? Naja, beim Kionysius-Schrein? Oha! Du hast mich überrascht. Was treibst du in einem Ort wie diesen? Der Abgrund von Schloss Hyrule ist hier ganz in der Nähe und ganz gewiss nicht ungefährlich, weißt du? Auch dieser Schrein könnte möglicherweise gefährlich sein. Jedenfalls lautet momentan wegen des Kataklysmus hinter fast jeder Ecke Gefahr. Sei auf der Hut. Ja, bin ich. Die Leute vom Suchtrupp durchforsten unermüdlich das Umfeld von Schloss Hyrule. Da darf ich nicht zurückstehen. Okay. Wir werden den jetzt nicht machen. Wir werden ihn aber aktivieren. Und dann haben wir mal einen Teleportpunkt hier unten. Auf der Oberfläche. Und das werde ich nutzen, um mal den letzten Krog auf der vergessenen Himmelsinsel nachzuholen. So, wir gehen da jetzt nicht rein. Wir haben jetzt erstmal einen Teleportpunkt. Ja, haben wir. Wollte ich nur nochmal sicher gehen. So, dann auf zum Raum des Erwachens. Letzter Krog der vergessenen Himmelsinsel. Let's go! In der entsprechenden Krogfolge musste ich ja einen Platzhalter für ihn einfügen. Aber jetzt sollte er, ja, erschienen sein. Oh, du hast mich gefunden! Die Nummer 19. Ja, und das war's dann auch schon. Wir können direkt wieder runter auf die Oberfläche und in Richtung des Schlosses gehen, wo wir hin sollen. So, da sind wir wieder am Kionysio-Schrein. Die Namen sind sehr wild. Waren sie auch schon in Breath of the Wild, aber sie sind es immer noch. Oh boy, ich erinnere mich, wie ich Herzklopfen hatte, als ich mich dem Schloss damals genähert habe für die Finalfolge von Breath of the Wild. Link, wann bist du vom Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier Wache und kriege trotzdem nicht mit, wie du hier rausmarschierst. Liegt daran, dass ich da nicht rausmarschiert bin? Puh, wie es scheint, habe ich noch eine ganze Menge Training vor mir. Nein, nein, mach dir nichts draus. Truppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walls. Dort, auf dem Hügel, hinter diesem Tor. Beeile dich und erstatte ihm Rapport. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Dritter Hügel. Warte, also müssen wir jetzt
Müssen wir jetzt ins Schloss, ja? Okay, diesmal nicht in der Finalfolge, sondern direkt am Anfang des Let's Plays. Okay, Anfang jetzt auch nicht, aber... Ja, doch, eigentlich schon. Sind wir mal ehrlich.